So, hallo an alle, willkommen zu einem kurzen kleinen Infovideo. Ihr seht, ich bin hier gerade nicht am besten dran und das ist auch zu Schulden gekommen, habt ihr auch gesehen. Ich warte mal, dass ich auf den Bildschirm fokussiere. Dass wir in den letzten Tagen bis in den letzten Wochen nicht so viele Videos bekommen haben. Woran liegt's? Ich habe erstmal, Schule hat wieder angefangen. Ich habe zwar vorproduziert an Redstone Mania, aber die anderen Sachen habe ich leider keine Zeit vorzuproduzieren. Und parallel baue ich noch in Minecraft mit. Das ist also auch ein Problem. Aber ich würde mich jetzt demnächst um Videos kümmern. Ich plane auch schon neue Projekte. Eine Redstone Liga habe ich auch schon geplant. Dafür werden wir auch ein Datapack coden. Wahrscheinlich auch ein bisschen live, auch ein bisschen in Aufnahmen. Ich weiß noch nicht, wie ich mache. Ja, und sonst muss ich mich auch für die Minecon vorbereiten, die auch nächste Woche ist. Ja, das auch nimmt eine viel Zeit weg. Ich kann mal vielleicht kurz mal hier rein switchen. Nee. Wir haben auf der RBU gerade Discord spinnt, aber egal. Ich tapp noch mal raus. Wir haben nämlich ein Riesenskript für eine Pre-Show gemacht, das über 4 Seiten lang ist, 800 Wörter. Und das ist bereits, muss eingesprochen werden. Ich muss die ganzen Aufnahmen noch zusammenbauen, also die ganzen Replay-Mod-Sachen und so weiter. Das wird dauern. Wir haben hier auch, ich kann leider nicht, ich muss durch alles durchtappen und nochmal, weil ich ein bisschen zu inkompetent bin. So, wir haben jetzt auch unter anderem, ich gehe mal jetzt hier so um und ihr werdet hier sehen, Minecraft Earth. Da, das hier. Da probieren wir gerade viele aus, aber das Problem ist, wir wurden vor knapp einer Woche gegrieft. Von einigen Kollegen. Die sind wiederum auch aus dem Projekt rausgeflogen, aus der RBU. Aber das war jetzt niemand vom Stamm. Also keiner dieser Jungs hier. By the way, einige von denen werden auch mit dabei sein. So, aber wir wollen erstmal noch mal kurz besprechen, wie es jetzt weitergehen soll. Ich versuche es am 30. direkt wieder frisch mit Videos zu starten. Ihr seht, ich lade das letzte Museumsnacht-Video hoch, weil diese ja auch am Samstag wieder ist. Und mein Ziel ist es, an dieser Museumsnacht wie immer teilzunehmen, aufgrund, dass wir mehr abklappern werden wahrscheinlich und so weiter. Das ist unter anderem ein Punkt. Und ein weiterer ist auch mit Schule verzogen. Es wird sich erstmal für die nächsten Wochen mehr beruhigen. Und ja, was gilt noch zu sagen? Minecraft-Videos, ich probiere auch Tutorials wieder zu machen, aber man muss schauen, wie das jetzt läuft. Denn ich bin aktuell hier provisorisch und muss den Rechner zweimal in der Woche mitschleppen. Also lohnt sich nicht, unten aufzubauen und so weiter. Das Ganze anzuschließen, bis alles da ist und ich alle Videos schon gemacht habe. Ist schon die Woche rum, wo ich dann den nochmal mitschleppen muss. Also wird noch ein bisschen dauern. Aber ihr könnt so gegen Anfang Oktober bzw. Herbst, Anfang der Herbstferien in NRW wieder Videos erwarten. Redstone Mania seid ja auch versorgt. Somit würde ich sagen, eigentlich lasst krachen und ciao Leute. Das war schon lang genug. Das Info-Teil hier. Hoffe, ich hat euch geholfen. Ach, eine Sache, ich würde auch auf der Museumsnacht mit dem The Red Story unterwegs sein. Also checkt unsere Discord-Kanäle aus, weil wir werden dort gelegentlich posten, wo wir gerade sind und so weiter. Das ist soweit Plan. Morgen besorge ich die Tickets für uns beide. Ja, das wird laufen. Aber jetzt endgültig, lass krachen und ciao, Leute.